Ja, hey, willkommen, mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. In der letzten Folge sind wir in irgendeiner Schule gewesen. Und jetzt habe ich mich hier zum Slog teleportiert, weil hier in der Nähe war das Gebiet, was ich mir eingezeichnet hatte, was wir noch nicht erkundet haben. Und wir wollen ja alles erkunden und wir wollen ja alles machen und tun und sehen und hast nicht gesehen. Deswegen gehen wir jetzt dahin und gucken uns mal an, was da noch ist. Ist das neu? Nee, was? Doch. Nee, doch. Nee. Sich neu. Gut, da haben wir noch was. Was haben wir hier? Ein Bunker, irgendwie sowas. Was ist das denn? Ein Leuchtner, ja. Warum war der? Aua. Warum war der Himmel auf einmal so schwarz? Da bringt gar nichts. Okay. Auf damit. Schieße ich eben mit Schrotgewehr weg. Der von Manieren hat, ey. Gott, warte mal hier. Zeig. Will sehen, will haben, will machen, will tun, keine Ahnung. Da ist ein Bunker. Was haben wir hier? Ein Halteplatz, Haltstelle, nenne ich Haltstelle. Landeplatz, meine Güte. Ein Hust ist. Au. Lauschposten Bravo, was lauscht ihr denn? Das ist so krass, dass ich hier keinen Schaden mehr bekomme, ne? Au. Ah, schon viel zu klein. Ich glaube, wer war mir doch schon mal? Ich konnte hier nicht rein, oder? Dieser Aufzug ist außer Betrieb. Okay. Warum werden alle Orte hier wieder unmarkiert? Okay, kann auch sein, dass das wieder ein Ort ist, den ich nicht im zweiten Durchlauf hier wieder durchgenommen habe. So, hier ist kein Strom drin. Können wir das so ändern? Bin durch. Aufzug mit, ich nehme an, mit Energie. Ah. Okay. Warte mal, ich glaube, den Ort kenne ich doch echt sogar. Ich meine, das ist jetzt nur so ein kleiner Yaogwai oder so. Eine Höhle mit so einem Yaogwai und dann nichts mehr oder eine Toruskralle. Das ist natürlich immer peinlich. Wir Orte entdecken, die ich schon im ersten Durchlauf wunderbar war. Nicht wieder in diesem Jahr gefunden habe. Ja, das sieht zwar so danach aus. Ja, hier waren wir schon mal. Hier war, glaube ich, gar nichts. Also zum Plündern meine ich. Jetzt hier, glaube ich, verschanzt, bevor die Bomben. LP ist auch Let's Player. Hat der Radio Let's Plays gemacht. Wie sieht denn das aus? Dann zockt er irgendwas, niemand sieht das. Und weiß ich nicht. Beschreibt er einfach nur, was der macht, als würde es irgendwie, weil nicht Fußball oder so im Radio hören. Ich will auch nicht so interessant vorstellen kann. Meine Kamera zum Wackeln zu bringen. Radio Let's Plays. Obwohl die ersten Let's Plays waren auch nur Bilder Let's Plays. Gab es irgendwie so ein Forum oder so? Da haben die Leute irgendwie, weiß ich nicht, ein Spiel gespielt, die Bilder irgendwie ins Forum reingepostet. Und ja, dann darunter Kommentare geschrieben. Es ist, klingt zwar langweilig, ist aber auch interessant eigentlich. Muss ich eigentlich nur so eine Bildergeschichte eigentlich angucken. Die ersten Let's Player der Welt waren, glaube ich, soweit irgendwie, weiß nicht. Der erste Let's Player ist irgendwas mit Slowpoke, irgendwas.
Macht, glaube ich, gar keine Videos, Let's Plays oder so, wenn ich mich irre. Der bekanntesten ist natürlich Proton John. Kommt, glaube ich, aus dem Forum und hat dann irgendwann in seinen legendären Super Mario World Videos gemacht. Komischerweise nicht mehr so bekannt wie heutigen Let's Player, die mit, weiß nicht, Millionen von Abonnenten und so abrocken. Der hat irgendwie nur so was, weiß nicht, irgendwann mit Hunderttausende oder so. Aber der ist auch, glaube ich, nicht so aktiv. Komisch, heute machen mich keine ganzen sehr großen Let's Player nicht leiden. Weil bei denen ist es irgendwie offensichtlich, dass die halt wegen dem Geld machen. Ja, was willst du denn an der Stelle machen? Ja, das ist ein Problem. Aber so weit kommt es ja nicht. Das ist noch ein. Du bist nicht. Nee, Jaschku. Muss sterben. Der einzige Gamer mit sehr vielen Abonnenten, mit 17 Millionen Abonnenten mittlerweile, den ich gerne gucke, ist Vanos Gaming, aber das ist nicht wirklich ein Let's Player, das ist irgendwie, weiß ich nicht, ein Gamer, der viele Skits und so was alles zusammenschneidet oder so random Sachen wie GTA oder Garry's Mod und so was alles macht. Aber der ist auch wirklich witzig. Den gönne ich dann auch echt. Aber sonst, ja, ich möchte jetzt keine weiteren Namen nennen. Ich will auch noch an diesen Punkt gelangen. Was? Wo kam das denn jetzt her? Ach ja, ich spiele ein Spiel, ja, lass mal das kommentieren. Ja, was zum... Warum bin ich jetzt überhaupt hier gegangen? Also diese Ecke hier erkunden. Die Brücke und so gehen. Welches da noch was? Ist blöd, wenn man da ist was. Ha, ha. Und da ist auch was. Ha. Hier so. Was? Hugos Loch. Wir waren nochmal Hugo. Also nicht allgemein, sondern hier. Hugo. Ich habe auch irgendwie ein Band, so ein Holoband, glaube ich. Ah, Wasser. Ich komme keine Piranhas, die mich fressen wollen. Kann man da rein? Also, ja, klar, kann man da rein, aber sauber, interessant ist. Die Tür ist halb offen. Pumpen aus. Was pumpt ihr denn? Oh, schon drin. Okay. Was ist das denn? Okay. Eins. Zwei. Oh Gott, was muss ich denn hier machen? Zahlenkombination herausfinden oder wie? Oh, 0451. Okay. Oh Gas. 0451. Geht sogar schneller, okay. Was? Gibt gar keine Null. 10, 4, 5, 1 oder was? Ah. Mein Gott. Hauptgewinn. Nett.
Check das hier, Mann, für unser 15 Schaden. Ist ja jetzt auch so ein Revolver. Oder verarschen. Ich habe jetzt gerade so eine geile Waffe. 316. Warum bin ich denn jetzt aber stärker? 152. Ja, okay, das ist jetzt nicht hochgeballert, aber das ist, glaube ich. Nee, das ist wieder was anderes. Das ist wie von diesen einen Typen hier, der meinen Sohn entführt hat. Glaube ich, wie ist der nochmal? Kellick. Ne, Kellogg. Okay, nett, danke. Nicht verzeichneter Ort. Hat uns was gebracht. Ausgezeichnet. Danke. Tschüss. Aber meine einzigartige Waffe eingesteckt. Warum nicht? Einfach so. Gut. Warte mal noch hier. Hier ist noch ein Autofriedhof, sagen wir mal. Oh, mein Schrotgewehr ist komischerweise jetzt auch voll überpowered. Sensorwarnung. Anomalie entdeckt. Ein Aggressor-Ton. Habt ihr gegen irgendwas? Ja, gegen mich, ne? Hoop City, Autoverschrottung. Wurf. Wurf. Diese dramatische Pause dazwischen. Boah, das hat den noch nicht mal umgebracht. Noch halt Aluminium, da brauche ich immer ein bisschen. Ich könnte eigentlich in allen Sachen hier einen Schalldämpfer einbauen. Das gibt irgendwie voll den riesigen Schadensbonus. Ich hätte auch in mein Schrotgewehr hier einen Schalldämpfer einbauen können, dann wäre der stärker gewesen als jetzt bei so einem, weiß ich nicht, Kondensator oder wie auch immer Teil ist, was ich hier drin habe. Das fand ich irgendwie komisch. Dann wird der Schussgeräusch gedämpft, das will ich nicht. Ein Schrotgewehr soll laut sein. Hör ich nicht so ein kleines Piu, Piu, Piu oder so an, wenn ich damit schieße. Will ich ein Bam, so ein Krach, ein Zisch, ein Verreck hören. Möchte ich diesen da von hinten. Irgendjemand schießt mit einer Plastikpistole. Nur Gewehr. Irgendjemand schießt mit einem Raketenwerfer. Hey, wann ist denn der Punkt aufgetaucht, in dem ich überhaupt keinen Schaden mehr nehme? Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass der Punkt irgendwann mal aufgetaucht ist, so drinne. Wie langweilig werden, wenn ich jetzt hier nur so Piu, Piu Geräusche machen will. Nein. Oh. Na? Fällt ein, der MVP, der ist doch effektiv gegen Menschen. Menschen sind natürlich gegen Schmerz. Boah. Ich sehe mal, wie Ameisen ich überall irgendwo verschanzen. So, da. Ich voll geil, jetzt kann er wieder von vorne anfangen. Oh Mann. Oh Gott. Ich habe nur das Geräusch gehört. Nein. Auf damit, wer ist das? Wer von euch schießt mit dem Teil hier um sich?
sogar das macht mir keinen Schaden mehr. Das muss doch völlig wahr sein. So, jetzt kriegt er mich nicht mehr. Nur jetzt Geräusch. Das ist irgendwie sich, also das Geräusch des annähernden Todes. Ich hatte an meinen HP, da hatte ich so wenig Schaden bekomme ich. Ich habe ja unmenschlich viel HP. Ich bekomme ja bei jedem Level Up irgendwie mehr HP oder so. Ich so gar nicht mal so wenig, sogar wenn ich mich irre. Vielleicht kann da liegen. Hi. Boah, so dünne Arme. Also, bestimmt keine Munition mehr, ne? Cap Bridget. Na, warte, ich hab Zeit. Du anscheinend nicht. So, was haben wir ja gewonnen? Ja. Noch jemand am Leben. Wenn jetzt hier nicht eine Wackelpuppe oder so ist, ne? Ah, ich weiß noch, als ich mit so einem Ding hier durch die Gegend gelaufen bin. Fusion, Flair, Lone Wonder, what? Geld, gibt's hier, blablabla. 2000, warte mal, Schrottplatz Manifest. 2072, okay. Kransteuerung, Kran. Hochfahren. Sehr schon hoch, runterfahren dann. So was noch funktioniert nach dem Krieg. Ich komme jetzt dahin. Ich müsste mal irgendwann ein Jetpack hier anziehen mit einer Power Armor. Dürfte eigentlich kein Ort mehr zu weit für mich sein. Müsste ich überall hinkommen. Und nur Aktionspunkte, glaube ich, dafür. Davon habe ich schon genug. Hi. Bist du der mit denen? Nö. Der Messerchen müsste schon auf mich loskommen, ja? Guter Versuch. So. Wuff. Wollte ich schon wieder verstecken. So klappt das nicht. Muss auf mich losgehen und das ist das Problem. Das soll eine Stadt sein. Hope City. Treffen sich da irgendwie Transformer und My Little Pony Charakter oder was? Weißt du irgendwie der Sender, wo das gesendet wird? Das Hub. Also ich weiß nicht, was das ist. Ist das irgendwie ein Fernsehsender oder ist das dann irgendwann im Internet? Ich weiß es nicht. Ja. Was haben wir denn hier? Zeitschrift, Fackelpuppe, ha, ha, ha. Ne? Gib mir was. Ich verstehe nicht. Okay. Wo kommt dieses Geräusch her? Eigentlich habe ich ja schon abgeschlossen, aber trotzdem wird dir wahrscheinlich irgendwas Wichtiges noch sein, ne? Da, boah, ich dachte irgendwo Einzigartiges. Warte mal, ich muss halt. Übrigens war sowieso nichts, weil irgendwie hört man sowieso im Radio, wenn das an ist, irgendwo im Hintergrund. Und diese Option irgendwie vollkommen sinnlos macht. Dass man ja abstellen kann. Unsere Fabrik. Oh. Ja, östlich von hier. Wir haben eine Sperrung für Geld als Händler. Steinbruch. Da kann man noch Orte. Ich
freischalten, sag ich mal. Was ist das denn? So. Was so? Na, schon wieder passiert. Alter. Das ist in Nähe meiner Basis auch passiert. Da ist irgendwie so ein Händler vorbeigelaufen und dann sah ich auf einmal nur eine Explosion. Was machen die eigentlich? Das ist sowieso merkwürdig immer. Ich habe so einen Händler irgendwie so versorgungsroutenmäßig irgendwo hingeschickt, aber ich sehe den immer an der gleichen Stelle. Immer so, weiß ich nicht, nördlich von meiner Basis. Die meist ja genau dann da am Laufen, wenn ich da bin. Jedes einzelne Mal. Warum? Mehr rein. Nicht so aus, oder? Nö. Ich meine, ich konnte da gerade irgendwie durchgucken. Ja, das sieht ein bisschen leer aus. So, ist der Ort, den ich jetzt freischaltet habe hier. Konservenfabrik. Gut, haben wir wenigstens Anhaltspunkt hier irgendwo mal. Vorher möchte ich da zu diesem Bunker gehen. War noch irgendwo in der Nähe. So. Gehen wir da lang. Erstmal so im Bunker und dann zu dieser Konservenfabrik. Ist ja auch nicht irgendwo in der Nähe dieser ein Ort hier. Meist Fusion Schutzhütte abgeschlossen. Warum ist das noch? Ich habe das schon mal abgeschlossen. Ich habe das auch aufgenommen, das weiß ich. Warum ist das abgeschlossen und warum ist das immer noch weiß? Also nicht farbig umrandet. Was ich das nennt. Warte mal hier. Lönpier Parkplatz. Ja. Ja, ey. Hier brauche ich das nicht wirklich. Also da kommen ein paar Meyerlurks noch, die ich platt hauen kann. Was? Halt. Also 22 Erfahrungspunkte. Ist da jemand? Esse mein gutes Karma salzig aus. Warum hätte sich so angehört, als wäre er direkt neben mir? Das ist ein Parkplatz, das ist doch kein Parkplatz hier. Der Gegner hat den schon platt gehauen. Da ist auch ein Parkplatz. Okay, gehen wir jetzt dahin anscheinend. Was machen wir jetzt da noch? Gar nichts, ne? War kein Parkplatz, aber eine Zeitverschwendung. Warte mal da. Eine Konservenfabrik. Was? Was? Wollte ich sagen. Alter. Boah. Ja, muss ich meine Anti-Menschen-Waffe gegen Nicht-Menschen einsetzen? Ugh. Git. Gut, hier sind aber bestimmt Menschen, ne? Gunner sind hier wahrscheinlich. Der hat richtig erklärt hat. Das ist jetzt schön. Werde ich nicht hier irgendwie empfangen von irgendjemanden? Okay. Dann gehen wir einfach ungeladen da rein. Das kann ich am besten in dem Spiel irgendwo ungeladen reingehen, Zeugs mitnehmen, ein paar Leute töten. Komischerweise ist mir niemand böse. Du kannst nicht nur 10 Dosen nehmen, das schmeckt doch besser als dieses alte Cram oder Brahmin, das seit Tagen in der Sonne steht. Da draußen haben die Leute Hunger, du musst einfach ein bisschen mehr von dem Produkt verkaufen. Tut mir leid, aber mehr als 10 Dosen kann ich nicht rausgeben.
Es ging eine Zeit lang weg wie warme Semmeln. Aber jetzt gibt es das Gerücht, dass Leute krank werden. Leute werden andauernd krank. Das hat nichts mit meinem Produkt zu tun. Außerdem verkaufe ich nur das Fleisch, das ihr mir bringt. Wenn damit was nicht stimmt, ist das verdammt nochmal eure Schuld. Ach, jetzt bin ich also schuld? Vergiss es! Der Handel ist geplatzt. Du willst dein Produkt unter die Leute bringen? Dann geh raus und mach es selbst. Was? Hey, jetzt komm schon! Ich hab was zu verkaufen. Kommst wieder. Möchtest du mal sehen? Was war das da drin mit den Leuten, die krank werden? Theo hat die alte Konservenfabrik vor einem Jahr wieder eröffnet und mich und ein paar andere Händler überredet, seine Dosen zu verkaufen. Eine Weile lief alles gut, aber in den letzten Monaten sind Leute krank geworden, nachdem sie es gegessen haben. Versteh mich nicht falsch. Die sind nicht gestorben, aber ich weiß nicht. Die Verkäufe sind eingebrochen und Theo ist noch dreister geworden. Möchtest du dir mein Angebot ansehen? Hast du einen Pip-Boy an? Bordanzug, genau. Bordanzug? Du warst wohl noch nie in 81. Doch. Ich bin da aufgewachsen, wurde dann aber Händler. Hier, ich zeig dir, wo das ist. Übrigens, cooler Pip-Boy. Meiner war schrottreif. Hab ihn vor Jahren gekauft. Aber er ist kein an. Ich hab bestimmt Sachen, die du suchst. Schau's dir an. Ich hab meine Pip-Boys eingelagert. Was für Sachen hast du denn? Du weißt schon. Lebensmittel von den Farmen, Sachen aus der Stadt, Dinge, die ich sammle. Eigentlich Waffen. Von allem etwas. Also, hättest wäre du... Wäre eine echte Überraschung, wenn du was hättest, was... stärker ist, als das, was ich jetzt habe. Mann. Ich sag gar nichts. Eine Pistole. Wahrscheinlich diese, die gerade mit sich hat. Hast du Dingens? Nein, du hast noch nicht mal Dingens. Ich hätte Aluminium gekauft sogar. Ah, weg hier. Hallo. Miststück. Du bist hallo, dir auch, hallo. Wir kaufen alte Dosen und das beste Fleisch im Commonwealth, damit wir die besten Produkte anbieten können. Möchtest du ein paar Dosen mitnehmen? Was? Ein Dreieck ist Dreieck. Dreieck ist einfach nur ein ernstes Schweigen. Sicher, schaust dir an. Aber wer reinbeißt, muss es kaufen. So, oh Gott. Ich dachte, hier gibt es ein bisschen mehr zu tun, als ich hier reingegangen bin, ehrlich gesagt. Aber okay. Hi. Musst es einfach wiederkommen, was? Hast du Interesse an köstlichem Dosenfleisch von Longneck Dukowskis? Ich finde das so geil. Dreieck, einfach gar nichts. Wir kaufen dir auch Dosen oder Fleisch zu einem guten Preis ab. Das ist die beste Antwort, die man bisher geben konnte in dem Spiel. Redet einfach mal mit irgendjemandem, der euch eine Frage stellt und guckt ihn einfach an. Ohne irgendwas zu sagen. So macht man das. Schau dich nur um, aber halt dich vom alten Keller fern. Da unten ist es nicht sicher. Okay. Ach, ich sehe auch schon Feinde. Und das Kung Kong einfach so hier liegen, okay. Jetzt wird doch bestimmt irgendwas, wenn ich den Keller säuber, ne? Mann, verdammt. Das wär's. Okay. Glaube ich, du mal wieder aufleveln irgendwann. Ja, dann machen wir auch hier mit Maximum Level schon, ne? Kann ich hier rein, ohne dass du mich schlägst? Ich darf mich hier bei deiner Produktion umsehen, aber wenn ich im Keller gehe, ist nicht gut, oder was? Sobald ich das Fleisch anfasse, dann vorbei, ne? Was macht denn dieser Knopf? Was macht dieser Knopf? Ich würde gerne Knöpfe.
Oh. Deswegen sind die krank geworden. Warum ist mein PC ausgegangen? Was zum? Okay, ich glaube, das ist ein Zeichen, dass ich den Part beenden sollte. Ich werde noch mal neu laden. Danach. Und weil nicht erstmal in den Keller gehen und die abschlachten und dann gucken wir mal, was los ist. Wenn euch der Part gefallen hat, könnt ihr ja ein Like, ein Abo oder einen Kommentar hinterlassen. Und dann hoffe ich, sehen wir uns wieder in der nächsten Folge von Let's Play Fallout 4. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.